So, hallo, da bin ich wieder. Ich habe kurz geguckt, ob ich genug Speicherplatz habe. Und ich habe genug, also nicht mehr so viel, aber ist genug für eine weitere Aufnahme. Ja, wir haben Eisen in unserem Inventar, dann crafte ich mir mal hier eine Axt. So. So eine Spitzhacke wäre auch nicht schlecht. Schaufel, ich glaube, wir haben unsere Schaufel verloren, oder? Oder liegt die hier irgendwo? Nee, leider nicht. Wir haben unsere Schaufel verloren. Leider. Wir haben auch nicht mal so viel Eisen, deshalb wird die Schaufel, wenn wir sie brauchen, mit Cobblestone sein. So. Jetzt habe ich die Aufnahme neu angefangen. Dabei hätte ich irgendwie was zu essen oder mich vielleicht noch auf die Toilette oder so gehen sollen. Naja, egal. Ich glaube, das hätte ich noch durch. So, dann kommen die ganzen Fehler mal hier weg. So. Also, dass mir Minecraft so Spaß macht, habe ich nicht gedacht. Da wird man ja so richtig süchtig danach. Ob der Entwickler von Minecraft, also Notch, ob er halt wusste oder ob er es geahnt hätte, dass Minecraft so ein erfolgreiches Spiel ist. Ist ja eigentlich nur Pixel-Grafik, ne? Wo man eigentlich nur was bauen muss. So, jetzt muss ich mal gucken, wie ich den Rand mache. Was ist denn los? So. Ich glaube, hier muss noch eine Wand rein. Ich fange am besten von hier an. Obwohl, nee. Am besten von der anderen Seite. Ja, letztens, also in der letzten Aufnahme sozusagen, ne, also vor 10 Minuten habe ich ja noch über diesen Basis-YouTubern geredet, dass wie die halt ihre Zuschauer beeinflussen. Und ich glaube, den Asi-YouTubern sind auch bewusst, dass die Zuschauer alle minderjährig sind, ne? Und dass sie dann halt trotzdem, dass es denen trotzdem egal sind, was sie halt posten und was die damit ausrichten. Dass denn die Views so wichtig sind als das Leben eines Kindes. Das ist. Boah, ist mega krass. So. Und das führt auch zu Problemen zwischen Kind und Eltern, ne? Also wenn die halt dann sowas lernen bei dem auf YouTube und so.
Ich habe hier noch Holz, den wir verloren haben, ne? Boah, ist echt ärgerlich. Habe ich hier irgendwo Saplings? Nee. Dann baue ich mal den Boden zu Ende. Komm mit Sticks. Baue ich das hier ab. Und wenn man dann daran denkt, dass diese Kinder unsere Zukunft sein sollen, dann das ist dann noch beängstigender. Wenn die Kinder halt kein Mitgefühl oder kein gutes Herz oder so irgendwie sowas zeigen, dann was soll man denn erwarten? Wie soll die Welt dann aussehen? Umso mehr bewundere ich deshalb und die alten Leute, die halt in einer anderen Zeit aufgewachsen sind. Die sind meistens immer sehr freundlich, sehr hilfsbereit und so. Also die Leute, die halt in der Zeit gelebt haben, wo es noch kein Fernseher, noch kein Internet und so gegeben hat. Ich glaube, weil die halt so viel durchgemacht haben, also Kriege und so miterlebt haben und so wissen die halt, wie das Leben sein kann. Und deshalb versuchen die halt, das so gut wie möglich zu sein. Also so freundlich, so hilfsbereit und so, ne? Unsere heutige Jugend oder die heutigen Menschen, also die Menschen in der heutigen Zeit wissen das ja nicht. Die haben halt den Krieg nicht miterlebt. Also zum Beispiel, ne? Zum Beispiel den Krieg. Und deshalb testen die ihre Grenzen aus und dann kann man nur hoffen, dass sie halt ihre Grenze erreichen, daraus lernen und sich dann ja weiterentwickeln zum Besseren. Ich habe, als ich noch klein war, so in Kindergartenzeit, ne, in der Kindergartenzeit, boah, da war ich so richtig schlimm. Ich habe so richtig viel geprügelt mit anderen Leuten und so, habe die beleidigt, alles. Ich war so richtig, so ein richtiges Assi-Kind, ne. Aber das lag wahrscheinlich nur daran, weil die mich halt angemacht haben. Und dann habe ich mich halt nur gewehrt und so. Und dann im Laufe der Zeit, als ich halt angefangen habe, Fernseher zu gucken und so und dann so Anime-Serien, das lief ja damals alles auf RTL 2, da liefen halt so Serien wie Detektiv Conan, Naruto und so, und ich fand das halt so cool, dass ich genauso sein wollte wie die Typen in der Serie, ne? Ich wollte was drauf haben. Und dann habe ich halt angefangen, Sachen zu üben, Sachen, zum Beispiel, ich habe damals richtig gerne gezeichnet. Und ich habe auch viel gelernt, so zum Beispiel Mathe und so. Ich habe damals so viel gerechnet, mein Vater hat mich auch dazu gezwungen, mich hinzusetzen und zu lernen und so. Da wurde ich besser, ich habe mich dann halt ein bisschen weiterentwickelt, habe Sachen gelernt und so. Dann wusste ich ungefähr, was richtig, was falsch ist. Und ja. Und dann war ich kein Assi mehr. Und ich glaube, das fehlt der heutigen vielen Kindern, die halt so richtig Assi drauf sind. Die wissen halt nicht, was richtig, was falsch sind oder was sie halt damit anrichten. Zum Beispiel, wenn man die Assi-Kinder halt fragt, du kannst, wenn man sagt, du kannst doch nicht einfach so. Zum Beispiel bei dem Server, wo der Server geklaut wurde, ne? Hat der doch eiskalt gesagt, ja und, ist ja nicht sein Problem, der hat es halt verdient, ne? Ich glaube, der wusste nicht was, oder der weiß nicht, was er damit angerichtet hat. Und das ist das Traurige. Meistens bemerkt man das halt erst, wenn es halt zu spät ist.
Zum Beispiel, wenn man halt Mobbing, das Thema Mobbing so betrachtet, werden Kinder vor allem halt, ich glaube in den USA und so, werden halt die Kinder richtig krass gemobbt. Bis die halt dann entweder Amok laufen, die gemobbten Kinder, oder Selbstmord begehen. Und dann erst merkt man halt, dass es dann, ne, dann merkt man halt, was die gemacht haben. Was mache ich denn eigentlich hier? Holz wollte ich doch. Ja, dann merkt man halt, was sie halt angerichtet haben. Das ist halt schade. Ich weiß auch nicht, was man denkt, was man halt, wie man so ticken kann, dass man Menschen halt wehtun muss. Also Menschen halt Leid zufügen muss. Dass sowas halt Spaß macht. Oder wie kann es sein, dass die anderen sowas cool finden? Manchmal kann Dummheit echt wehtun und manchmal richtig schaden. Ja, wo ist denn das Skelett? Ich sollte was essen. Da stellt sich mir die Frage, wie man sowas halt beibringen soll. Also, ne? Mich hat in dem Fall, ich hab ja schon erwähnt, dass ich sehr viel geprügelt habe in meiner Kindergartenzeit. Und da habe ich halt Animes geguckt und so. Und einerseits, ne, ich habe damals Dragon Ball geguckt zum Beispiel, ne? Und deshalb habe ich das Kämpfen so richtig geliebt. Und wahrscheinlich habe ich mich deshalb geprügelt. Andererseits wollte ich auch gut sein, ne? Also, so wie. Also Leute kennen Son Goku und so, der war ja richtig gut, der hat Leute gerettet und so. So wollte ich auch sein. Ich wollte einerseits so richtig stark sein und andererseits so richtig hilfsbereit. Und ich glaube dadurch wurde ich halt, ich glaube, das hat mich so richtig beeinflusst. Also ich gucke zum Beispiel bis heute auch immer noch so Animes. Ich glaube, das geht vielen so. Anime ist ja eine beliebte Genre bei vielen Menschen. Und jetzt heutzutage bei Kindern sind das die YouTuber, vor allem die Assi-YouTuber. Und dann wird man halt so, wie die halt sind. Ich glaube, bei sowas muss sich der Staat oder irgendwie die Regierung irgendwie einmischen. Dass man halt aufpassen muss, was man halt auf YouTube postet. Einerseits sollte man im Internet halt frei wie möglich sein, ne? Also man sollte im Internet die absolute Freiheit haben. Man sollte die Freiheit in keinster Weise einschränken. Aber andererseits muss man halt auch die Leute, die Zuschauer und so, auch ein bisschen schützen. Bei YouTube merkt man halt, dass halt die Unternehmen, also geschützt werden, zum Beispiel GEMA, ne, da wird ja der Urheber geschützt durch GEMA. Aber was ist denn mit den Zuschauern, mit den Kindern, ne? Was ist denn mit denen? Dagegen wird komischerweise nichts unternommen. Ja, wenn man sich halt dann die Frage stellt, wie soll man sowas umsetzen, dann schafft ja YouTube trotzdem irgendwie Copyright-Content irgendwie zu finden, zu claimen und dann irgendwie, ja, keine Ahnung, zu sperren, wenn es ganz blöd läuft. Und warum kriegt man das dann halt nicht mit so hin, dass man auch die Zuschauer schützt vor den Assis auf YouTube? Andererseits gibt es auch YouTuber, die versuchen, die Kinder aufmerksam zu machen, was die anderen Assi-YouTuber machen, dass das halt nicht so gut ist, wie dumm sie meistens sind oder wie dumm die handeln und alles. Zum Beispiel der Haider, ne? Der macht das auf einer satirischen Weise, also so nennt er es. Also der macht sich über die Assi-YouTuber lustig,
Also auf keine böse Weise, sondern eher auf eine lustige Weise, sodass man darüber lachen kann und gleichzeitig klärt er auch auf, ne? Solche YouTuber gibt es, aber die meisten wehren sich halt, ne? Wenn man die Kommentare so ansieht, gibt es sehr viele Hate, also viele Leute, die dagegen sind. Essen wollte ich. So. Naja, ich hoffe mal, dass bald irgendwas unternommen wird. Weil wenn ich jetzt mein Umfeld so im Bus zum Beispiel, wenn ich da sitze oder im Zug und die Kinder da so reden höre, boah, dann kann ich mir nur am Kopf fassen. Vor allem denken die Kinder auch, dass man im Internet alles tun kann, was die wollen, also weil die halt anonym sind. Wenn die nur wüssten. Ich glaube, das Internet ist das unsicherste Ort, den es gibt, glaube ich, oder? Einerseits ist man ja da anonym. Andererseits ist das deshalb auch sehr gefährlich, ne, weil jeder machen kann, was er will. Andererseits kann man auch deren IP herausfinden. Durch die IP dann halt, wer das war, wo man wohnt und so. Also die ganzen persönlichen Informationen. Also das Internet kann sehr gefährlich sein. Vor allem, wenn man Viren hat, dann kann man noch mehr Sachen herausfinden. Zum Beispiel die Kontodaten, Passwörter und andere Sachen. Also das Internet kann sehr gefährlich sein. Und dann gibt es auch noch den Dark Web. Ne? Gibt ja so Filme darüber. Und im Dark Web kommen dann halt ziemlich viele kriminelle Sachen vor. Also das Internet ist einer der gefährlichsten Orte, finde ich. Aber nicht alles, was im Internet ist, eigentlich gefährlich, ne? Es gibt auch viele gute Sachen. Zum Beispiel, wenn man so. Zum Beispiel hat der eine YouTuber, den ich halt bewundere, ne? Also der heißt ja Kronk, ne? Und der hat ja durch das Internet hat er ein riesen Reichweite. Er versammelt halt in so seinen Streams und so viele Leute. Und dadurch kann er halt vieles bewirken, ne? Eins davon ist zum Beispiel Nepal. Er hat mal so ein Stream gemacht, um für Nepal zu spenden. Ich glaube, weil da so eine Umweltkatastrophe war. Und dann hat er auch mal einen Stream gemacht für Deutschland, als wegen einem Sturm oder so Deutschland irgendwie betroffen war und viele Leute ihre Häuser und so verloren haben. Hat er einen Deutschland-Stream gemacht und dabei viel Geld gesammelt und hat damit auch vielen Leuten geholfen. Oder hier haben Gronkh und die YouTuber Pete's Meat, also der Peter aus Pete's Meat, haben so spontan einen Riesenstream gemacht, also Friendly Fire, ne? Und haben zum Beispiel im letzten Stream haben die fast 1 Million Euro gesammelt. Also man kann auf im Internet vieles, viele gute Sachen machen. Aber die Menschen neigen dazu, mal an sich selbst zu denken und dann halt Schlechtes zu tun. Und das ist das Traurige daran, dass man das, was man nutzen kann, halt für halt Schlechtes nutzt. Nur um für seine eigenen Zwecke, ne?
So, ich hoffe, ich habe alles Holz eingesammelt, obwohl, nee, habe ich nicht. Das ist echt eine schöne, das ist echt eine schöne Musik. Machen wir das ein bisschen lauter. Ich hoffe, hier. Diese Musik ist nicht von Ben & Sound, das ist von Aviator oder so. Ich glaube, diese Musik wurde für Spiele, Indie-Spiele entwickelt, aber wurde nie genutzt. Dann haben die es halt für YouTuber freigegeben, dass die das halt frei benutzen können. Und das finde ich echt eine coole Sache. So, ich glaube, das war's hier. Ja, schade, dass die Leute das Internet zum Beispiel, ne, für so ziemlich viele Sachen schlecht nutzen, ne? So als zusammenfassend zu sagen. Zum Beispiel hier die Assi-YouTuber oder hier Dark Web und so alles. Und dann Viren zum Beispiel ins Internet bringen. Ja, schon traurig. Muss nicht sein. Man kann auch Geld auch anders verdienen. Denn wenn man Geld so verdient mit illegalen Sachen, dann, ne, es gibt ja sowas wie Karma. Das kommt irgendwann alles zurück. Ich hoffe, das wird wahrscheinlich auch den Assi-YouTubern so geschehen. Das kommt irgendwann alles zurück. Oh, war voll laut. Irgendwie bringt das nicht, wenn ich das in meinem Dings lauter mache, ne? Ich muss das, glaube ich, hier in meiner Aufnahme leiser machen. Oder lauter. So. Da, wo ich habe ja vorhin das Dark Web erwähnt, ne? Ich habe mal den einen Film gesehen, vielleicht kennt ihr das auch, irgendwie heißt das Unknown User oder so. Und um kurz zusammenzufassen, ne? In dem Film geht es halt, Achtung Spoiler, für die Leute, die das noch nicht gesehen haben. Kurz weg, oder? In dem Film geht es halt darum, dass ich glaube, 5 oder 6 Leute, ne? Die skypen oder sind über Teamspeak oder irgendwie sowas verbunden und reden da so, ne? Und einer gelangt zufällig ins Dark Web oder war das, ich weiß nicht, ob das Absicht oder zufällig war, gelangt einer von denen ins Dark Web und findet da ein paar Videos von illegalen Sachen, wo Mädchen oder Frauen entführt werden. Und dann so richtig gehandelt mit, also so richtig Menschenhandel getrieben wird.
Und ja, dann finden das die Kriminellen heraus. Und wie die das herausfinden, ne? Oder ne, was sie danach machen und so, das, boah, das ist mega intelligent, also so richtig schlau. So richtig auf Sherlock Holmes Niveau. Ne, die haben das am Ende dann. Am Ende findet man halt heraus, dass das alles beabsichtigt war. Der Junge oder der Mann, der ins Dark Web ging, sollte halt ins Dark Web gehen und dort halt die Videos finden. Und dann wurden halt die Leute, die über Teamspeak und so verbunden waren, wurden nacheinander getötet. Und das war alles ein Spiel. Das war alles nur fürs Show. Also die Leute wurden alle nur fürs Show getötet, damit die Leute im Dark Web unterhalten werden. Ne, und sowas, und wie die Leute da gehandelt haben, das war mega intelligent. So die Handlung vorauszusehen und dementsprechend zu handeln und alles. Das ist echt krass. Und wenn es solche Leute wirklich gibt, ne, dann finde ich das echt traurig, dass sie ihre Intelligenz für sowas nutzen.